Hallo, hier ist Jürgen Zwickel mit dem Entdecke in dir, was möglich ist, Kurzgedanken. Und in diesem heutigen Kurzgedanken geht es um eine Liste. Um eine ganz spezielle Liste. Denn es geht um deine Müllliste. Und du wirst dich jetzt vielleicht fragen, Jürgen, was verstehst du denn unter einer Müllliste? Und das will ich dir kurz erklären. Stell dir mal vor, so im Täglichen hast du Dinge, die du nicht mehr brauchst. Was machen wir für gewöhnlich mit diesen Dingen? Wir bringen sie auf den Müll und werfen sie weg. Und genauso läuft das auch mit dieser Müllliste. Nimm dir doch einmal die Zeit und denke für dich einfach mal drüber nach, welche Situationen, welche Begegnungen, welche Dinge du wirklich nicht mehr tun möchtest oder du nicht mehr haben möchtest. Und alles, was dir dann so in Gedanken zu diesen Themen in den Kopf kommt, das schreibst du bitte auf diese Müllliste. Zum einen wirst du dann erstaunt sein, was auf dieser Müllliste alles erscheint. Du machst es dir nämlich dadurch richtig bewusst. Und dann entscheidest du für dich, welchen Punkt auf dieser Liste du als ersten Punkt so quasi entsorgst. Und stellst dir dabei auch noch die Frage, wenn ich diesen Punkt entsorgen will, was will ich denn stattdessen? Und dann schreibst du bitte neben diesem Punkt das, was du wirklich willst und was du dir zukünftig wünschst. Und dann sei mal gespannt, was so nach und nach passiert. Nimm dir immer wieder diese Müllliste her. Streiche dann den Punkt, den du entsorgt hast, ersetze ihn durch den Punkt, was du wirklich willst und gehe so nach und nach diese Liste Punkt für Punkt durch. Und was wird dann passieren? Wenn du dran bleibst, wenn du dir das immer stärker bewusst machst, wenn du wirklich den Willen hast, das nach und nach zu verändern und umzusetzen, dann wirst du merken, dass sich nach und nach natürlich auch dein Leben, dein persönlicher Zustand, deine Lebensqualität verändert. Und du wahrscheinlich in dir und auch um dich herum neue Dinge entdeckst, was wirklich möglich ist. Und das steckt hinter dieser Müllliste. Deswegen fange doch mal an, eine solche Müllliste für dich zu schreiben und dich auch zu fragen, bei den Punkten, die auf dieser Liste stehen, was willst du stattdessen? Und dafür wünsche ich dir natürlich viel Erfolg und vor allen Dingen auch viel Inspiration bei der Umsetzung. Und kommentiere doch bitte dieses Video, wie du diesen Impuls empfunden hast, was dir dadurch wieder bewusst geworden ist. Und lass uns doch nach und nach eine starke Entdecke in dir, was möglich ist, Community dadurch aufbauen. Vielen Dank, dass du bei diesem heutigen Kurzgedanken mit dabei warst. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, eine tolle Zeit und freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Kurzgedanken wieder mit dabei bist. Und bis dahin denke immer daran, entdecke in dir bei allem, was du tust, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen Zwickel.